can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog. Ich bin jetzt wach und werde jetzt Sport machen. Los geht's. Fertig. Jetzt geht's erstmal duschen. Und dann wird der Vlog geschnitten von gestern. So, ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Ich war schon bei meiner Oma und bin jetzt wieder zu Hause, habe mich geschminkt und werde jetzt in die Stadt fahren mit Laura und Christine. Mal gucken, was wir machen. Ich weiß noch gar nicht so genau. Das Wetter ist auf jeden Fall voll gut. So. Ich habe übrigens Teddy auf meinen Lippen von NYX Lingerie. So. Jetzt mache ich mich auf den Weg. Hallo. Wir sind im Primark. Nein. Wo bist du? Darfst du? Hallo. Sag hallo. Ja, hab ich doch. Hallo. Ja, die gibt's schon voll lange. Guck mal, wie geil ist das denn bitte? Mega cool. I like diese. Hilfe! Boah, Einhorn-Bettwäsche! Ich werde einfach ignoriert von den beiden. Korb. Korbi-Korb. Mit Milch und Cookies oder mit Soda? Oder du holst dir so ein. Das! Ach ne, das ist auch die pinke. Ziehen wir so an der Flasche. Wir können auch an der Kasse gucken. Wir können auch an der Kasse gucken. 4 Euro. 4 Euro? Laura hat mein Place to be gefunden. Mega geil. Und ich möchte diese Haarsträhne. Ja, dann? In meine Haare. Komm her, Christine wollte doch so einen Becher. Hier, Christine, hier gibt es auch Trinkflaschen. Von Frozen. Von Frozen. Guck mal, hier gibt es ganz viele Pet-Sachen. Ich will den Film sehen. Was hast du da? Hyperball. Boah, da ist sogar ein Meisterball. Wow. Hilf mal auf jemanden. Guck mal hier, Pokémon Go, die besten Tipps und Tricks. Lol. Und da vorne, Leute, ist mein Stand. Ich kaufe mir das Buch für 5 Euro in Blue-Carb-Buch. Was sagen Sie dazu? Lass mal ein Spiel kaufen, Laura. Warum nicht? Monopoly The Walking Dead. Von The Walking Dead. Yo. Yo. Das ist doch kein Monopoly. Nein, aber das da. Und das? Das ist The Walking Dead. Spiel? Ja. The Widerstand. Oh, Daryl. Scheiße, Daryl. Game of Thrones. Muss ich mal weiter gucken. Nerd City. Ich hätte gerne ein neues Brettspiel. Laura. V wie Vendetta, weil der jetzt gefickt wird. Bitte? Was höre ich da? Was höre ich da? Lass mal da hinsetzen. Okay. Der Tisch ist voll zu. Ja, meine auch. Wo denn? Da, das Kino. In das Kino. Oh. Jetzt sind sie in das Kino. So, ich sehe voll komisch aus. Ja, richtig hässlich. Wir sind jetzt in der Sea-Bar. Guck mal, voll die geile Wand. Guck mal, voll die geilen Leute. Wir essen Salat und Christine nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich lese euch mal was Soziologisches vor. Aber nicht so von unten. Okay, von oben? Ja. Okay. Ist noch schlimmer. Ist das ein Roman? Nee. Lies mal mitten aus der Mitte. Okay. Ich sag Stopp. Hab schon jetzt. Okay. Ich könnte meinen, du jetzt voll intellektuell richtig lief. Das bin ich immer nicht. Der ist richtig. Die Berufung auf unsere Werte, ein Täuschungsmanöver. Was sind das so Essays oder was? Essen ist da! Ich habe einen Fitness-Salat, Lara hat einen CEO-Salat und Christine Twister! Yay! Twister! Sieht voll komisch aus. So, Christine und ich sind jetzt bei mir zu Hause, beziehungsweise Christine holt sich gerade noch was zu trinken. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Einfach noch ein bisschen chillen. Ja, mal sehen. Irgendwie, ich hab schon wieder so einen toten Punkt, können einfach nur pennen. Aber nein.
Ja, ich mache jetzt mal hier Fenster auf. Ich habe mir übrigens das Kochbuch doch nicht gekauft. Ich habe das Einzige, was ich mir gekauft habe, waren diese Löffel. Ich habe, das ist nämlich voll geil, so zum Kochen und so. Ich habe das große als Cups und die kleine habe ich dann jetzt auch. Die sind halt 1 Gramm bis 15 Gramm. Das finde ich ganz cool. Für Gewürze. So sieht's aus. So sieht es aus. Oh ja, und jetzt chillen wir gleich erstmal eine Runde. Runde von Muskelkater. Übrigens dachte ich gerade, ich habe meine Kette verloren, ne? Die hier. Ich habe die, wollte die dran machen und habe die halt gesucht und mein Schmuck hängt ja immer da, wo er immer hängt. Und die war nicht da. Nicht so scheiße. Und dann habe ich überlegt, wo ich das letzte Mal anhatte. Und ich wusste es nicht. Bis mir eingefallen ist beim Fotoshooting. Warum bin ich hier so schwarz? Ach, scheiße. Und irgendwann habe ich sie dann in meiner Tasche gefunden, in so einem kleinen Fach. Und dann war die voll verheddert und ich habe sie fast kaputt gemacht. Und gut, dass sie heil ist und da ich sie gefunden. Ich hätte geweint, ohne Scheiß. Ich hätte richtig geweint. Stylisch. Chinese. Dieses Bild. Dein Bein hängt einfach so da. Und du, so junges Fräulein? Lala! Man sieht dich gar nicht. In the can. So, ich habe mich jetzt gerade mal abgeschminkt und mich in chillige Klamotten geworfen. Ich mache jetzt noch ein bisschen was am Laptop und dann gucke ich noch ein paar YouTube-Videos. Und dann gehe ich auch schon schlafen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.